Viele Kommunen schweigen. Jetzt in Markt. Und ich sage hallo, hier sind Sie richtig beim Markt. Guten Abend. Dass Schüler in der Schule gerne mal Kopfschmerzen kriegen, das war schon immer eine schöne Ausrede, um zu schwänzen. Wahrscheinlich werden sie deshalb auch viel zu spät ernst genommen, wenn es mal wirklich Grund für Kopfschmerzen gibt. Gifte im Fußboden, im Staub, in der Luft. Immer wieder gibt es sogar Messungen, die bestätigen, es gibt Gifte in NRWs Klassenräumen. Und was passiert dann oft? Statt das Ganze groß zu sanieren und das Zeug ein für alle Mal rauszuholen, wird oft einfach nur geraten, die Schulen sollen besser lüften. Als könne man die Gifte einfach so weglüften. Dabei ist das ein Fall für einen Sondermüll. Meter unter der Erde liegt Deutschlands größtes Giftmülllager. PCB, Phenol, Formaldehyd, Säure. Gifte aller Art werden hier sicher verwahrt. Aber Umweltgifte werden auch immer wieder in den Schulen gefunden. Schüler und Lehrer klagen dann zum Beispiel über Erschöpfung, Nasenbluten, Depressionen, Koordinationsstörungen, eingeschränkte Gehirnleistung, Knorpelfraß. So wie Kevin Klassen aus Niedeggen in der Eifel. Mit seiner Mutter erinnert er sich an seine frühere Schule. Was ich halt noch weiß, ist, dass es halt wirklich extrem unangenehm gerochen hat. Also so wirklich intensiver Chemiegeruch. Das ist und dann wurde halt morgens immer nur die Fenster alle aufgerissen und dann war die Sache so gesehen erledigt. Ne? Also bei ihm fing es ja an mit den Nasenbluten und das war also auch sehr heftig. Also das war wirklich so dieses Nasenbluten. Und dann kam bei ihm hinzu, wenn er zu Hause war am Wochenende oder verlängertes Wochenende hatte er diese Symptome nicht. Also überhaupt nichts mit Nasenbluten. Und sobald er in der Schule war, fing das wieder an. Ärzte vermuten, dass Chemikalien im Fußboden Auslöser für die Beschwerden bei Kindern und Lehrern waren. Genau lässt sich das heute nicht mehr beweisen. Das sind Archivaufnahmen. Wir dürfen im Schulzentrum nicht drehen. Ehemalige Lehrerinnen fühlen sich eingeschüchtert. Eine zeigt uns nur ihre von Neurodermitis gezeichneten Hände. In Niedeggen ist die Giftdiskussion Chefsache. Die Bürgermeisterin verweist darauf, dass das Gesundheitsamt Messwerte als unbedenklich eingestuft hat. Und aktuell gäbe es keine Beschwerden. Wir wissen in der Regel, dass es wahrscheinlich irgendwo aus dem Boden kommt. Ja? Aber in welcher Schicht, Sie wissen das selber, da gibt es Estrich, da sind noch mal Zwischenlagen und. Und es wäre nicht gerechtfertigt unter finanziellen Aspekten, das muss man auch sehr deutlich sagen, bei unterschrittenen Richtwerten, jetzt zum Beispiel in der ganzen Schule den Fußboden rauszureißen. Für ganz unbedenklich hält ein Gutachter des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein die Funde nicht. Er findet, dass die Schule dringend die Quelle von Dichlormethan finden solle. Aus Gründen der Gesundheitsfürsorge auch die Quellen von Nonylphenol und Essigsäure. In Niedeggen und nicht nur hier meint man aber, das Problem mit den Schadstoffen auf einfachste Art und Weise beherrschen zu können. Mit einem Lüftungsmanagement. Das heißt, ich verbessere das Raumklima sowieso mit einem Lüftungsmanagement, aber reduziere natürlich auch damit die Stoffe, die in dem Raum sind, egal welche. Im ganzen Land empfehlen betroffene Kommunen oft das Gleiche. Mit Fenster öffnen, Schadstoffe reduzieren. Mediziner sind skeptisch. Lüften ist auf keinen Fall ein Konzept, dann sollte man also die Schule gleich auf freiem Feld bauen. Denn im Winter wird ja geheizt, da sind die Fenster zu und man wird also kaum jemanden bei 4 Grad dann unterrichten können. Der Arzt hat viele Eltern und Lehrer beraten. So wurde in Neuss nach langen Protesten mit seiner Hilfe eine PCB-Sanierung an einer Schule durchgesetzt. Überall im Land beklagen Lehrer und Schüler Schadstoffbelastungen. Die Reaktionen von Kommunen seien häufig gleich, so der Arzt. Man versucht sich der Sanierung zu entziehen, indem die Krankheitsbilder unterdrückt werden oder eben halt verniedlicht werden. Das halte ich also für einfach Körperverletzung, mindestens grob fahrlässige Körperverletzung. Aus ganz Nordrhein-Westfalen würden sich auch immer wieder besorgte Lehrer bei ihm melden, sagt Manfred Etscheid von der Lehrergewerkschaft. Köln, Neuss, Niedeggen, Bochum, Duisburg, Lippstadt-Lipperode, Witten, Sundert, also es ist überall im Land. Der Regelfall ist,
dass Daten nicht veröffentlicht werden, dass diejenigen, die über irgendwelche Daten verfügen, mit irgendwelchen Drohgebärden gehalten werden, diese Daten nicht zu veröffentlichen. Markt fragt das Umweltministerium, warum niemand die Kommunen dazu bringen kann, belastete Schulen zu messen und zu melden. Die Antwort: Es gibt derzeit keine gesetzliche Grundlage, auf der das gefordert werden könnte. Das Ministerium hat gegenüber den Kommunen diesbezüglich kein Weisungsrecht. Dass viele Schulräume raumlufttechnisch nicht tragbar seien, beklagten selbst Sachverständige bei einer Anhörung im Landtag. Die Schulträger, also die Städte, sehen das oft anders. Der Städtetag NRW geht davon aus, dass die Kommunen, wie zum Beispiel Nideggen, bei einem Schadstofffund rasch handeln. Ist das so? Eine Laboruntersuchung hat im Schulzentrum auch eine erhöhte Konzentration von Weichmachern im Staub gefunden. Die erste Einschätzung des Arztes ist eindeutig. Das sind Gifte. Simpel. Muss man da handeln? Also ich würde dringend handeln, ja. Aber die Kommune handelt ja schon mit dem Lüftungsmanagement. Die Bürgermeisterin hatte zusammen mit anderen Verantwortlichen bisher entschieden, dass die Weichmacher noch nicht näher untersucht werden. Und jetzt, wo Markt nachfragt? Nee, das ist mir zu kritisch. Wie soll man grundsätzlich mit den gefundenen Giftstoffen umgehen? Die meisten sind unter bekannten Toleranzwerten. Aber selbst in Nideggen weiß man, dass das nicht für jeden Schüler bedeutet, dass sie vollkommen ungefährlich sind. Der Grund? Dass eben es Menschen gibt, die das schlechter verstoffwechseln und dass das dann länger im Körper ist. Also es lagert sich nicht im Körper ein, hat mir jetzt wieder jemand erklärt, sondern es dauert dann länger, bis das ausgeschieden wird im Körper und das ist natürlich nicht gesund. Das kann man sich vorstellen. Trotzdem, erstmal lüften. Betroffene Kommunen vermeiden so eine grundlegende Sanierung. Aber nur damit würden alle Giftstoffe aus den Schulen wieder dahin kommen, wo sie hingehören. 800 Meter unter die Erde. Und unfassbar ist doch, dass diese Messergebnisse nicht veröffentlicht werden müssen, dass besorgte Eltern erst nachhaken müssen. Das soll jetzt anders werden, fordern die Piraten im Düsseldorfer Landtag. Am Mittwoch gibt es eine Debatte über die PCB-Belastung vieler Schulen und darüber, ob die systematisch untersucht werden soll und ob die Ergebnisse dann veröffentlicht werden müssen. Darüber soll der Landtag abstimmen. Anscheinend keine Selbstverständlichkeit. Aber was ist denn schon